Dobry, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die meisten von euch kennen das Problem sicherlich. Die Festplatte ist mal wieder an ihre Grenzen, was Speicherplatz angeht, und deshalb stöbert man sich von Ordner zu Ordner, um zu schauen, was man eventuell nicht mehr benötigen könnte. Doch die Festplatte ist einfach auch zu vollgepackt, und dann beginnt die Suche nach Dateien, Ordnern, Bildern und Videos, die irgendwo versteckt liegen. Mir zu der Zeit ging das total auf die Nerven, stundenlang zu suchen und so den Speicher der Festplatten zu reinigen. Deshalb zeige ich euch einfach einen Weg, wie ihr euren Speicher frei bekommt von Müll mit diesem kostenlosen Programm. Als erstes öffnet ihr euren Browser und tippt in die Suchleiste TreeSize ein und klickt auf den ersten Link, der erscheint. By the way, könnt ihr auch ganz einfach unter diesem Video in der Beschreibung den ersten Link anklicken und kommt auch so zur Seite. Auf der Seite angelangt empfängt uns schon der kostenlose Runterladen-Button. Schließt den Installationsprozess ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem ihr das Programm geöffnet habt, klickt ihr oben links auf Verzeichnis auswählen. Dort entscheidet ihr jetzt, welche Festplatte, falls ihr mehrere habt, auswählen wollt. Nach einigen Augenblicken zeigt euch nun das Programm eure Festplatte schön geordnet an, welche Ordner wie viel an Speicher besetzen. Links zu sehen der belegte Speicher in Gigabyte und Megabyte und rechts der belegte Speicher in Prozenten. Möchte ich nun herausfinden, wieso beispielsweise der Ordner Programme stolze 177 GB an Speicher frisst, klicke ich ganz einfach mit dem Doppelklick auf den Ordner und sehe jetzt, dass mein Steam anscheinend vollgepackt mit Spielen ist und ich eventuell welche löschen könnte, um Platz zu schaffen. Dieses Programm benutze ich jetzt schon seit 2 Jahren und das ist, finde ich, einfach top. Eine gute Übersicht über meinen Speicherplatz in allen Unterordnern auf meinem PC. Somit würde ich behaupten, dass ich euch hoffentlich weiterhelfen konnte und ihr nun easy Ordnung auf eurem PC schaffen könnt. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob es euch geholfen hat. Fragen sind auch gern zu sehen, falls ich welche geben sollte. Ich bin eigentlich im Antworten immer sehr schnell und helfe echt gerne, wo ich kann. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Dabei, ciao.